بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Meine geehrten Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir machen inshallah heute weiter mit der Reihe Die 100 Glorreichen. Und wir werden inshallah heute über einen gewaltigen Mann sprechen. Und ich werde inshallah, weil ich ja versprochen habe, die Vorträge kurz halten zu wollen, trotz der Mühe, wirklich die Worte kurz zu halten und alles wirklich zusammenzupacken und zusammenzufassen aufs Äußerste, werde ich inshallah diesen Vortrag in zwei verschiedenen Vorträgen teilen, sodass inshallah die Vorträge inshallah nicht zu lang werden. Wir behandeln heute inshallah einen gewaltigen Mann. Wenn jemand seine Biografie liest, so könnte man meinen, das ist ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder sogar ein Prophet. Denn so viel Gerechtigkeit, so viel Wahrhaftigkeit, Großzügigkeit, so viel Wissen und Weisheit und Rechtschaffenheit findet man kaum bei einem normalen Menschen. Ist unvorstellbar, subhanallah. Um seine Geschichte zu erwähnen, über ihn zu erzählen, gehen wir inshallah ein bisschen zurück zur Zeit der Sahaba, der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die beste Gesellschaft, die beste Gemeinschaft mit dem Zeugnis des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte, die beste Gemeinschaft ist meine. Wir gehen inshallah zu der Zeit zurück von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, der Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine rechte Hand nach Abu Bakr und sein enger Freund. In der Zeit von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, der rechtgeleitete Kalif, als er der Khalifa der Muslime war, der Kalif der Muslime war, der Führer der Gläubigen, hat er verboten, dass man Milch mit Wasser vermischt. Für die Händler, ja, die damit gehandelt haben, die das verkauft haben, hat der Führer, Umar ibn Khattab radiallahu anhu, verboten, Wasser mit Milch zu vermischen. Denn es gab ja nie Betrug oder so, und er wollte ja nie, dass das auf jeden Fall komplett beseitigt wird. So hat er verboten, dass Wasser mit Milch vermischt wird. Derjenige, der Milch verkauft, der muss reine Milch verkaufen. Er ging wie des Öfteren, das war seine tägliche Arbeit. Er ging nachts, jede Nacht ging er durch die Straßen von Medina, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist, dass es den Muslimen gut geht, um für Sicherheit zu sorgen. Er ging sozusagen auf Streife. Wer? Der Führer der Gläubigen persönlich. Er ging mit seinem Stock durch die Straßen von Medina und schaute nach Ordnung und um Sicherheit zu gewähren. Er ging an einem Haus vorbei und hörte, wie eine Frau zu ihrer Tochter sagte: So Tochter, mische jetzt Wasser in die Milch. Mische jetzt Wasser mit Milch. Oder füge Wasser jetzt hinzu. Und diese Familie, sie waren vom Stamm Banu Hilal. Sie sagte: O Mutter, der Führer der Gläubigen, Umar, Amir al-Mu'minin, hat doch verboten, Milch mit Wasser zu vermischen. Die Mutter sagte: Amir al-Mu'minin hört uns aber jetzt nicht. Der Führer der Gläubigen hört uns und sieht uns nicht. Da sagte die Gottesfürchtige, das gottesfürchtige Mädchen, die rechtschaffene Frau, sie sagte zu ihrer Mutter: Aber der Herr von Amir al-Mu'minin, Allah, hört uns und sieht uns. Umar war verwundert über diese Rechtschaffenheit, über die Gottesfurcht dieses Mädchens. Und er machte ein Zeichen an der Wand und ging weg. Am nächsten Morgen hat er seine Söhne versammelt und sagte zu ihnen: Wer möchte von euch heiraten? Und sein Sohn Asim, radiallahu anhu, meldete sich. Und Umar sagte zu ihm: Ich habe eine rechtschaffene, gottesfürchtige Frau für dich. So gingen sie zum Haus und baten um die Hand an, und Asim, radiallahu anhu, der Sohn von Umar, heiratete dieses Mädchen. Der Sohn von Umar, Asim, und dieses Mädchen oder diese Frau bekamen ein Mädchen. Ja, sie haben ein Mädchen bekommen und sie haben ihr den Namen Layla gegeben. Layla, die Tochter von Asim sozusagen, die Enkeltochter von Umar, heiratete Abdul Aziz ibn al-Hakam ibn Marwan. Ja, er war der Führer oder der Bürgermeister von Ägypten zu jener Zeit. Ja, der Führer der Gläubigen hatte
immer in verschiedenen Ländern, sag ich mal, oder Regionen, weil die islamische Umma sehr groß war. Es waren zu der Zeit ja nie mehr als 20 islamische Länder, jetzige 20, ungefähr 20 vielleicht, ungefähr 20 Länder. Und dann hat er sozusagen Bürgermeister oder Führer für jedes Land oder für jede Region eingesetzt. Und für Ägypten war Abdulaziz ibn al-Hakam ibn Marwan der Führer. Das war der Führer von Ägypten zu jener Zeit. Und Leila bekam einen Sohn. Und sein Name, dieser Name von diesem Sohn, ist Umar ibn al-Abdulaziz. Wir reden heute, liebe Geschwister, über den Enkel bzw. Urenkel von Umar al-Faruq, von Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Ashajju bani Umayya. Er hatte nämlich eine Narbe im Gesicht. Ja, Shajja ist eine Narbe sozusagen. Er hatte eine Narbe im Gesicht. Und es wird überliefert, dass Umar radiallahu anhu sagte: Von meinen Nachkommen wird jemand sein, der die Erde mit Gerechtigkeit füllt, wie sie zuvor mit Ungerechtigkeit gefüllt war. Und wahrscheinlich hat er dieses vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört. Er wurde ungefähr 61 nach der Hijra geboren in Ägypten. Sein Vater, wie gesagt, war der Führer von Ägypten. Sein Vater sandte ihn als kleinen Jungen schon nach Al-Madina al-Munawwara, um mit dem rechtschaffenen Sahaba und Tabi'in zu leben und von ihrem Wissen zu übernehmen und sein Wissen nach Wissen zu streben. Und er gab ihn, seinen Sohn Umar, als kleinen Jungen, er gab ihn in die Obhut von einem Tabi'i, einem großen Gelehrten und einem rechtschaffenen Mann. Er hieß Salih ibn Kaysan, rahimahullah. Ein großer Tabi'i, wie gesagt. Er lernte den Koran auswendig, dann viele Ahadithe und dann Fiqh. Ja, einmal zum Beispiel war er bei seiner Mutter und er fing an zu weinen. Ganz plötzlich ein kleiner Junge, subhanallah, er war noch jung, sehr jung. Er fing an zu weinen und die Mutter sagte: Oh mein Kleiner, warum weinst du? Was ist mit dir? Und er sagte zu ihr: Nichts, Mutter, nichts. Ich habe mich nur an den Tod erinnert. Subhanallah, ein kleiner Junge, einfach so erinnert sich an den Tod und fängt an zu weinen und seine Mutter weinte mit ihm. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Allah sagt: Und die vor der Strafe ihres Herrn besorgt sind, wahrlich, die Strafe ihres Herrn ist nichts, wovor man sicher sein kann. Allahu Akbar, ein kleiner Junge erinnert sich an den Tod und fängt an zu weinen. Salih ibn Kaysan, der sich um ihn kümmerte und ihn auch lehrte, sah ihn, also Umar radiallahu anhu, Umar ibn Abdulaziz, einmal im Gebet in den hinteren Reihen beten. So ging er zu ihm und fragte ihn: Was hat dich, oder warum bist du zu spät zum Gebet gekommen? Umar erwiderte, sagte er: Meine Friseurin hatte meine Haare gekämmt, weil das war ja, er ist ja vom königlichen Haus, von den Führern, der Sohn. Ja, der hatte Friseurin und die waren sozusagen reich und rechtschaffen zur gleichen Zeit. Subhanallah. Er sagte: Meine Friseurin hat meine Haare gekämmt. Dieser Salih ibn Kaysan, was machte er? Er schrieb einen Brief zu seinem Vater, zum Vater von Umar nach Ägypten. Und er sagte zu ihm: Dein Sohn kam zu spät zum Gebet. Nicht, er hat das Gebet verpasst oder hat das Gebet unterlassen. Nein, er kam nur zu spät zum Gebet. Das heißt, er hat nicht in der ersten Reihe gebetet. Er hat nicht ganz vorne gebetet, er kam nicht pünktlich zum Gebet sozusagen. Oder hat nicht das Beste gemacht. Weil es ging besser, dass er in der ersten Reihe betet, subhanallah. So schrieb er seinem Vater einen Brief und sagte: Dein Sohn hat sich zum Gebet verspätet. Weil seine Haare gekämmt wurden. Was hat sein Vater gemacht? Schaut auf diese Erziehung, liebe Geschwister. Er entsandte einen Gesandten sozusagen, der extra von Ägypten nach Medina reiste, und er gab ihm den Befehl. Er sagte: Wenn du bei meinem Sohn ankommst, so rede mit ihm kein Wort, bis dass du ihm eine Glatze rasiert hast. Und er sagte: Haare, die einen davon ablenken, Haare oder eine Frisur, die einen vom Gebet ablenken, daran ist nichts Gutes. Das können wir nicht gebrauchen, subhanallah. Schaut, liebe Geschwister, in was für eine Erziehung, in was für eine Rechtschaffenheit und rechtschaffenen Umgebung dieser Umar radiallahu anhu aufgewachsen ist. Sein Vater starb und er war ein Junge
Und er war dann natürlich sehr, sehr traurig darüber. Und danach lebte er bei seinem Onkel, Abdul Malik. Das war der Khalif zu der Zeit. Das war der Kalif. Ja? Und die Khilafa von Bani Umayya, die war ja natürlich in Damaskus, so wie ihr wisst. Und dann hat der Khalif Abdul Malik seine Tochter Fatima an Umar, oder mit Umar verheiratet. Also Umar ibn Abdul Aziz hat sozusagen seine Cousine geheiratet, die Tochter, die Prinzessin sozusagen, die Tochter vom Kalifen, vom König. Ja? Und subhanallah, auch über Fatima, rahmatullahi alayha, diese rechtschaffene Frau, die Frau von Umar ibn Abdul Aziz, wird auch Schönes gesagt. Ja, man sagt über sie, ihr Vater ist Khalif und ihr Großvater war Khalif und ihre Brüder waren Kalife und ihr Ehemann ist Kalif. Allahu Akbar. Ja, Abdul Malik, der König, verstarb. Wenig später verstarb er auch. Und sein Sohn, und er ernannte seinen Sohn Al-Walid zum Kalifen. In der Zeit von Al-Walid verbreitete sich leider die Ungerechtigkeit. Und zu seiner Zeit war auch Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, der viele Muslime, unschuldige Muslime einfach so getötet hat. Der war im Irak. Ja, und viele der Führer und der Bürgermeister waren zu dieser Zeit auch ungerecht. Und auch von der königlichen Familie oder vom königlichen Haus sozusagen, die Familie, waren viele von ihnen, haben Immobilien und Gelder veruntreut. Ja, und da verbreitete sich leider Ungerechtigkeit und Veruntreuung etc. Umar radiallahu anhu sah diese Ungerechtigkeiten und so bevorzugte er das Leben in Medina, in der Stadt vom Propheten Muhammad sallam. Und da hat ihn dann der Khalif auch als Führer von Medina ernannt. Und dann auch über Mekka und danach über die gesamte arabische Halbinsel. Und das sind dann heute sozusagen Saudi-Arabien, die Arabischen Emirate, Jemen, Bahrain, Katar, Oman, Kuwait. Das sind diese ganzen Länder, gehören zu der arabischen Insel, Halbinsel. Ja. Und er war, und es war zu jener Zeit, war es der beste Ort, wo man ja nie zu jener Zeit als Muslim leben konnte. Und er verbreitete natürlich auch Gerechtigkeit und Sicherheit auf der ganzen arabischen Halbinsel. Als der Hajjaj einmal, der Mörder, ja, über den ja nie wird sogar gesagt, denn manche sagen, er ist sogar Käfer. Und manche sagen, er ist ein sehr, sehr schlimmer Führer gewesen, ein ungerechter Führer. Und subhanallah, er hat ja nie sehr, sehr viel Ungerechtigkeiten gemacht. Einmal wollte er Hajj machen kommen. Da hat er von Umar ibn Abdul Aziz gehört. Was hat er gemacht? Er hat einen Brief geschickt nach Damaskus zum Führer und hat ihm gesagt, guck mal, wenn dieser, Führer der Gläubigen, wenn dieser Hajjaj, dieser Zalim, dieser Ungerechte Hajj machen will, so verbiete ihn, die Stadt des Propheten Muhammad zu betreten. Und so machte das auch der Khalif, der hörte auf diese Worte und hat ihm verboten, er hat ihm gesagt, geh nach Mekka, mach deine Hajj und dann kommst du direkt wieder zurück in den Irak und du darfst nicht nach Medina gehen, denn dort ist jemand, der dich nicht mag. Und das machte natürlich diesen Hajjaj, der war ein bisschen ja, hochmütig und sehr grob. Das machte ihn sehr, sehr wütend. Dann hat er seine Beziehungen benutzt und übte ein bisschen sozusagen Druck aus, bis das sogar der Khalifa Umar ibn Abdul Aziz die Führung von der arabischen Halbinsel wieder abernannte. Und so ging Umar radiallahu anhu, er ging mit seinem Freund und seinem Berater Muzahim, auch ein großer Tabi'i, rahmatullahi alayhi, so gingen sie aus Medina heraus und subhanallah, Umar fing an zu weinen. Und Muzahim sagte zu ihm, oh Umar, warum weinst du? Was ist los mit dir? Er sagte, ich habe Angst, dass uns Al-Medina ausgestoßen hat. Denn, liebe Geschwister, es gibt einen Hadith, in dem der Prophet Muhammad sallam gesagt hat, dass Al-Medina, die Stadt des Propheten Muhammad sallam, Al-Medina, die stößt das Üble und Abscheuliche aus sich in ihr heraus. Subhanallah. Und er hatte Angst, dass er sozusagen, obwohl er so gottesfürchtig war, obwohl er so rechtschaffen war, hatte er Angst, dass er dazu gehörte, dass ihn sozusagen Al-Medina ausgestoßen hat, subhanallah. Al-Walid, der Führer der Gläubigen, starb wenig später. Und der nächste Khalif wurde sein Bruder, Suleiman. Und Alhamdulillah, Suleiman war ein bisschen besser, war gerechter als sein Bruder Walid. Und er zog sozusagen Umar ibn Abdul Aziz wieder näher zu sich. Ja, weil er ihn sozusagen sehr, sehr schätzte als gottesfürchtigen, rechtschaffenen Menschen. Eines Tages gingen sie heraus und der Khalif Suleiman und Umar radiallahu anhuma gingen heraus und plötzlich kam ein sehr, sehr heftiger Donner. Kam sehr, sehr heftige Donner und ein Gewitter. Da fürchtete sich der Khalif und er sagte, oh Umar, siehst du, was passiert? Hörst du das?
Umar sagte zu ihm: O Führer der Gläubigen, du fürchtest ihn in Zeiten seiner Barmherzigkeit? Regen ist Barmherzigkeit von Allah. Fürchtest du dich vor Allah in Zeiten seiner Barmherzigkeit? Wie wird es wohl sein, wenn er zornig ist? Auf einer Reise zur Pilgerfahrt, zu Hajj, nahm der Khalifa auch Umar ibn Abdul Aziz mit sich. Und er sah Zehntausende, er sah so eine große Schar von Menschen, die zu Hajj gingen, und war darüber sehr erfreut. Er sagte: O Umar, O Umar. Ja, und Subhanallah, und Umar radiallahu anhu, der hat nie geschmeichelt. Ja, er hat immer jede Möglichkeit ausgenutzt, um einen guten Ratschlag zu geben, um zu ermahnen, Subhanallah. Und er sagte: O Umar, siehst du das? Siehst du diese große Schar? Ja. Und Umar sagte ihm nicht: Ja, Mashallah, du wirst dafür viel Belohnung bekommen, O Führer der Gläubigen. Nein, er sagte zu ihm, heute sind sie deine Herde. Sozusagen, du bist heute für sie verantwortlich. Und morgen am Tage der Auferstehung werden sie deine Feinde sein. Sie werden dich anfechten und anklagen. Subhanallah. Und kurz vor dem Tod, liebe Geschwister von Suleiman, der Führer der Gläubigen, rief der Khalifa seinen Berater. Und der hieß Raja, auch ein großer Tabi'i. Er hieß Raja. Er rief ihn und er sagte zu ihm: O Raja, wen siehst du denn am besten, den ich als Kalif nach mir ernennen sollte? Raja überlegte und er sagte zu ihm: O Führer der Gläubigen, ich sehe niemanden, der mehr diese Position verdient hat als Umar ibn Abdul Aziz. Er sagte zu ihm, meinst du, er würde es akzeptieren? Er sagte: Mach es ohne sein Wissen. Ohne sein Wissen, auch wenn er selbst dagegen ist, auch gegen seinen Willen. Und so machte er das auch, Alhamdulillah. Und er schrieb nieder in einem Brief, dass Umar ibn Abdul Aziz sein nach ihm, also als Führer, sein wird. Und er hat diesen Brief dann gestempelt, unterschrieben sozusagen, und dann zugemacht. Und dann hat er seine Familie und Berater und alle reingebracht, ja, in seinen letzten Stunden sozusagen. Und er sagte zu ihnen: Gebt mir alle die Bay'ah, ja, euer Wort und sozusagen einen Handschlag, beziehungsweise die Bay'ah, ja, dass ihr diesen Führer, den ich ernannt habe, in diesem Papier, dass ihr ihm alle die Bay'ah gibt und ihm sozusagen zum Kalifen wählt. Und dann haben die das auch alle gemacht. Natürlich haben sie gedacht, dass es einer von ihnen ist. Also einer von den Söhnen, von den Geschwistern, von der königlichen Familie, so wie es dann zuvor war. Es war der Bruder, dann der andere Bruder, Suleiman, Al-Walid, und dann war das der Vater, Abdul Malik und so weiter. Das war ja nicht so alles von einer Familie. Und Abdul Umar ibn Abdul Aziz, der war ja sozusagen angeheiratet in die Familie. Ja, er gehörte nicht sozusagen direkt zu ihnen. Subhanallah. Und dann haben sie alle die Bay'ah gegeben, dass sie ihn akzeptieren, der in diesem Buch steht, in diesem Schriftstück steht, als Führer der Gläubigen. Sie haben alle ihr Wort gegeben sozusagen, und dann ist er auch gestorben, Subhanallah. Und inshallah ta'ala machen wir hier Schluss, und ich werde inshallah, so wollte ich das auch machen, ich wollte inshallah einmal über Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu erzählen, wie er aufgewachsen ist, bis hin zur Zeit, als er der Führer der Gläubigen wurde. Und inshallah mache ich hier Pause, und wir werden inshallah im zweiten Teil viele schöne Worte hören, bi'idhnillah, was er so gemacht hat und geleistet hat als Führer der Gläubigen. Wallahi, es sind eine wunderschöne Geschichte und ein Etikett für einen Gläubigen, Subhanallah. Es ist wirklich eine Adresse, eine Visitenkarte, eine Sache, womit man als Gläubiger sein Haupt heben kann, seinen Kopf heben kann. Ja, und dass man solche Idole und solche Männer in seiner Geschichte hat, möge Allah Azzawajal von uns und euch allen nehmen. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.